Willkommen zurück bei Secret of Evermore. Das letzte Mal hatten wir uns durch die Höhle gekämpft bis zum Endgegner. Und er hat uns sowas von kalt gemacht, dass wir uns dazu entschieden haben, beziehungsweise ja, doch, wir mussten uns echt dazu entscheiden, ins Dorf zurückzugehen und dort ein paar Rüstungsteile zu kaufen. Oh Mann, wenn man einfach nur durchrennen kann und nicht auf die Gegner achtet, geht's relativ leicht. Ja, wir wollten ein paar Rüstungsteile kaufen. Und haben wir wieder das Problem, dass die Musik nicht weiterläuft. Also fangen wir wieder da an, wo ich den Part begonnen habe. Und ich glaube, ich probiere es echt aus, dass ich mal eine alte Version vom ZSNES WLAD, der angeblich dieses Problem fixen sollte. Oh, meine Mimik ist immer toll, wenn ich dieses angeblich nicht so übertrieben in die Kamera rede. So, nochmal ein Versuch. Jetzt läuft's. Okay, und hier war es irgendwie nach links und dann nach unten. Und diese blöden Sprungteile müssen sterben. Ich möchte eine weitere Waffe. Ich möchte eigentlich eine zweite Waffe. Es kann ja nicht sein, dass ich mit einem Knochen die ganze Zeit nur kämpfe. So, wir sind im Dorf. Puh, wir haben etwas geschafft. Hahaha. ja. Okay, jetzt, wo war dieser Rüstungsverkäufer? Ich könnte auch noch Zutaten kaufen. Vielleicht mache ich das auch noch. Oh, wir haben sogar noch Blätter bekommen. Weil ich mit der Frau vorher nicht geredet hatte. Interessant. Ich versuche vielleicht noch ein paar Zutaten zu kaufen. Oh, erstmal hier herausrüsten. Genau, das ist eine gute Idee. Ich speichere auch gleich nochmal ab. Ich hoffe, das Spiel läuft weiter, weil da hat jetzt dreimal die Musik gewechselt. Oder wechselt dreimal. So, zack, jawohl, gespeichert, perfekt. Und ja, ich speichere auch hier mit dem Emulator wieder ab, weil es einfach dann sicherer ist. Wenn ich Geld haben sollte nach dem Kaufen von Rüstung, kaufe ich mir noch weitere... Oh, geil. Ich hab grad... Warum weiß ich das nicht? Ich habe jetzt mit einem NPC geredet und plötzlich habe ich eine Moosweste bekommen, die meine Verteidigung um 3 Punkte erhöht. Einfach so. Weil ich... Ihr erinnert euch, ich hatte den ersten Part abbrechen müssen. Oder nach dem ersten Part ging es nicht weiter. Weil ich nach dem Raptorenkampf nicht in die... ins Dorf kam wegen der Musik. Und jetzt habe ich doch tatsächlich die Rüstung hier, die eigentlich 120 Krallen kostet, habe ich kostenlos bekommen. Weil ich die Raptoren gekillt habe aus Versehen. Ne, eigentlich mit Absicht, aber es war auf jeden Fall nichts Leichtes. Und mein Hundi hat auch noch ein plus 5 Rüstung. So, das heißt, wir haben jetzt mit dem Hund 5. Und mit uns 3 plus 1 plus 2, 6 Rüstung. Wir haben noch, was haben wir an Alchemieteilen, an Zutaten? 5-mal kann ich jeden Zauber verwenden. Das ist ein bisschen wenig. Aber, oh nein, jetzt hängt... Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt hängt er in mir. Wo konnte ich denn Zutaten kaufen? Mal schauen, was es kostet, aber ich glaube viel zu viel. Okay, hier kann ich Blätter, Elfenstaub und so Zeugs kaufen. Oh, ich glaube, der Elfenstaub wäre eine volle Heilung oder sowas. Hm. Ist natürlich scheiße, dass es keine Tooltips gibt in dem Spiel. Dass nicht irgendwo dabei steht, dieser Gegenstand heilt dich um 20 HP. Nee, man muss es einfach nur ausprobieren. Und auf sein Glück hoffen. Also ich sehe nicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Blätter gehe, ich habe keine Möglichkeit, mir anzuzeigen, was es tut,
Wenn ich auf den Knopf drücke, dann kriege ich auch nur die Auswahlmöglichkeit. Also ich habe keine Ahnung, was die Gegenstände eigentlich machen. Ich habe auch hier noch diesen Beutel. Ach ja, genau, da war der Jaguar drin. In dem Beutel sind solche, werden solche Gegenstände aufbewahrt. Solche wichtigen Gegenstände, wie es in anderen Spielen heißen. Key-Items. So, da war Feuerauge. Feuerauge verkauft garantiert nicht. Aber vielleicht das Nachbarzelt, der Nachbarhütte. Nee, die redet nur. Das habe ich, glaube ich, alles mal soweit vorgelesen gehabt. Asche könnte wieder respawned sein, echt jetzt? Muss nicht sein. Wo kann ich Zutaten kaufen? Leute, helft mir auf die Sprünge. Guck mal, das Feuer hat seine Asche respawned. Das hier auch? Nee. Was hier? Ah ja. Okay, wir brauchen... Was brauchen wir? Ein paar Kristalle. Könnten wir eigentlich gebrauchen, weil Kristalle geben uns... Bekanntlichermaßen... Oh Gott. Hier, Kristalle geben uns Schlammbomben. Was? Wachs und Öl. Was hat denn der hier? Öl 10-fach, Wachs 15. Also vom Wachs her könnte ich 15 Feuerbälle machen. Vom Öl leider nur 5. Also ich bräuchte Öl und Kristalle. Asche und Wasser habe ich noch genug. War das jetzt echt? Oder war das eine Verarsche? Das war eine Verarsche. Okay. So, wir brechen jetzt wieder auf Richtung Käfersteppe. Oder wie auch immer das Teil heißt. Ne, die Käfersteppe war der Teil hier. Mit einer Rüstung jetzt auf jeden Fall. Mit keiner neuen Magie, mit keinen Materialien extra. Aber auf jeden Fall mit einem starken Angriff, den ich jetzt mal wieder aufladen will. Und ich habe gerade das Gefühl gehabt, dieser Sprungfeder-Typ hat meinem Hund keinen Schaden gemacht. Obwohl er voll getroffen hatte. Mir macht er irgendwie 8 Schaden. Okay. Warum auch immer gerade Kaparak getroffen wurde, aber keinen Schaden kassiert hat. So. Geht auch weiter, wunderbar. Ja, jetzt kann wieder der Scheiß, dass ich an den Gegnern... Oh, verfehlt. Nein, ein Ohr! Ah, da ist noch eine Wurzel, cool. Dass ich an Gegnern vorbei in die komischen Treibsandstrudel komme. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Gegenstände respawnen. Was hatte uns gefehlt für das Öl? Für die Feuerbälle. Das Öl muss ich theoretisch im nächsten Bereich suchen, bei den Schlammteilen. Ich konnte gerade irgendwie das Spiel verwirren, indem ich Hundi hab schnüffeln lassen, während er angreift. Hat er nicht hier vorher was erschnüffelt? Nee. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Lass mich durch! So. So schnell kann es gehen, wenn ich bedenke, dass wir das letzte oder vorletzte Mal, also als wir das letzte Mal hier durch sind, auf dem Hinweg, ewig gebraucht hatten. So, ich würde gerne testen, wie viel Schaden mir jetzt so ein Gegner macht. Komm, greif mal an. Oh, ich blocken vor allem erstmal. Sehr schön. Komm, greif an. Komm, beiß zu. Dann halt nicht. Gut, ich verfehle auch. Oh, 32 Schaden, Hilfe. Also Hund macht ganz gut. 39 greife ich an. Aber... Ah, super. Und wir haben gerade ein Level erreicht übrigens. Das wollte ich nicht überspringen. Nicht unter... unter den Teppich kehren, genau, das wollte ich sagen. Ah, wieder mal verfehlt. Okay, jetzt den Weg wiederfinden. Also gut, hier runter. Dann machen wir hier Mobbingkreis und boxen den Tod.
Dann ist es falsch. Okay, dann hier vorbei. Aua. 11. Also so viel Verteidigung bringt, so viel weniger Schaden macht es dann auch nicht. Durch die Verteidigung. Aber gut, der Level-Up hat uns auf jeden Fall einiges gebracht. Und bevor wir das nächste Mal zu dem Endgegner gehen, zu dem Viech mit dem Herz. Ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, der wird auch nur beim Herz angezeigt und sonst nirgends. Okay, das war ein schöner Crit. Bevor wir das nächste Mal dahin gehen, werde ich auf jeden Fall mich informieren, wie wir den richtig besiegen können. Weil dieses, ich rotz einfach mal alles drauf, was ich habe, hat ja nicht gut funktioniert. Und wenn wir damit ein bisschen planen, wenn wir wissen, wie die offizielle Strategie ist. Toll, da gucke ich einmal nach meiner Zeit. Gleich steht ein Gegner vor mir. Wenn wir mit der richtigen Strategie rangehen, werden wir den auf jeden Fall besiegen können. Da bin ich mir sehr sicher. Schicker Kill. Ah, da wollte ich nochmal zuschlagen. Ist aber auch nicht schlimm. Hundi soll ja auch noch ein paar Kills machen. Und ja, ich nenne ihn einfach mal zwischendurch Hundi, weil ich einfach Bock drauf habe. So, ich speichere kurz ab. Weil ich nicht weiß, okay, hier bleibt die gleiche Musik, dann speichere ich nochmal ab. Und ich frage mich, ob die Brücken wieder da sind. Die eingebrochenen. Es sind auf jeden Fall ein paar Items noch da. Oder das sind welche, die ich vorher verpasst habe. Ich glaube, das hatte ich vorher verpasst, weil ich es einfach nicht finde. Doch, da ist er. Leben. So, dann, der Wurm flieht. Warum flieht der? Es sind tatsächlich neue Items da, weil das hatte ich garantiert schon eingesammelt. Hä? Krass, wie schnell die respawnen teilweise. Oder dass die überhaupt respawnen, so. Okay, ich habe eine viel höhere Chance zu blocken, habe ich da Eindruck. Durch meine Rüstung. Flatsch. Das ist doch ein schönes Geräusch, ein richtig schönes... So, Knochenviper, bumm. Jetzt nutze ich mal den Ausfallschritt aus. Das ist so schön, wie der den Kopf da hat. Attacke! Verfehlt. Okay, Hund greift an. Ich greife an. Verfehlt. Okay, hier ist eine schöne Distanz. Mist. Ich glaube, wenn ich zu früh loslasse, dann mache ich den Low-Level-Angriff, also den Nuller. Nein, ich sammle jetzt keine weiteren Items. Ich speichere jetzt lieber nochmal, dass ich einfach... Ich will jetzt einfach durch. Ich möchte jetzt einfach den Weg zum Boss nehmen. Und dann gegen den Boss kämpfen. Das war nicht so gut. Okay, so viel dazu. Komme ich hier zurück? Nein, hier komme ich auch nicht zurück. Okay. Ich wollte einfach nur zum Boss. Plan wurde zunichte gemacht von einer Brücke. Dafür haben wir jetzt noch eine Wurzel gefunden. La 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 la, Rutschbahn und weiter geht's. Genau, da war die erste Sackgasse, die aber noch nicht einstürzt. Dieses und weiter geht's habe ich seit vielen Jahren schon als Kommentar, den ich immer wieder und immer wieder und immer wieder verwende. Der ist von einem quasi Vorgänger, ich glaube so kann man es nennen, von Secret of Evermore. Beziehungsweise, ja, die Technik ist ähnlich. Die Story hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Oh, schöner Doppelkill. Nämlich Secret of Mana. Auch ein sehr geiles Spiel. Wie gesagt, sehr ähnlich zu Secret of Evermore von Technik und so her. Muss ich da hoch? Ah, ich muss da hoch. Autsch. Ja, super, jetzt habe ich verfehlt. Warum habe ich verfehlt? So. Also Secret of Mana auch ein sehr geiles Spiel. Und da ist, glaube ich, bei jedem Boss, den man besiegt, kommt danach der Spruch irgendwie, bla 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 wurde besiegt und weiter geht's. Und das habe ich mir irgendwann so total angewöhnt zu sagen. Das könnte aber sein, dass wir tatsächlich auch... Secret of Mana irgendwann in einem Let's Play noch haben. Secret of Mana habe ich auch nie durchgespielt, aber
den Spruch trotzdem halt sehr, 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 sehr häufig gelesen. Weil ein paar Bosse besiegt man auch, wenn man ein Spiel nicht durchspielt. Und wir haben mal wieder eine Sackgasse erwischt. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich schaue auf die Uhr. Okay, das sieht gut aus. Doch hier hoch. Darüber. Da hoch, darüber, da hoch, da hoch. Oh Gott, irgendwann lernt man den Weg so relativ gut. Da war, glaube ich, eine Sackgasse. Ja, da war eine Sackgasse. Scheiße. Gerade sage ich es noch, man lernt den Weg recht gut. Daumen. Daumen hoch für Idiotie am Bau, Idiotie am Wegfindung. Ich habe keine gute Orientierung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in der Sache total unmännlich. Das heißt ja immer, Männer haben oder Kerle haben eine Orientierung. Ich überhaupt nicht. Und so Videospielen oder so? Nö. Ich sehe dann vielleicht mal eine Stelle und denke mir, hey, da war ich schon mal. Aber gezielt die Wege wieder zurückverfolgen geht gar nicht. Also ich kann dreimal durch die gleiche Stelle und finde Weg nicht, vielleicht beim vierten Mal. Also sowas wie Terranigma, wo ich oder MDK, wo ich bestimmte Stellen ungefähr 20 Mal gespielt habe, da geht's dann natürlich. Aber hier diese Höhle hier, diese Käferhöhle, kein Stück Orientierung. So, zack. Ah Mann, warum greift er jetzt an? Perfekt. Und da ist noch mehr Leben, wunderbar. Und war das hier echt oder falsch? Das war falsch. Okay, ich speichere ab. Und ab nach oben. Genau, das war der Lehm, der mich mitten auf dem Weg irgendwie gewundert hatte. Ach, da ist ein Wurm. Sag doch was. Ich hab dich nicht gesehen, da so unter der Brücke. Dich auch nicht wirklich. So, ich glaube, rechts war nichts. Links war dann der weitere Weg. Nämlich dieser Kürbis. Und der Weg wieder nach drinnen. Ich möchte mich jetzt noch zumindest so weit durchkämpfen, dass wir im nächsten Part direkt zum Endgegner können. Deswegen laufe ich jetzt ein bisschen schneller hier durch. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ja, ich habe genug Blätter, deswegen verwende ich gleich nochmal eins. Ich meine, tut ja nicht weh. Man sieht jetzt auch, der Hund schnüffelt tatsächlich auch an so Kürbissen und Krügen. Hier oben war doch Lehm, oder? Ja. Also nicht nur versteckte Schätze, sondern auch offensichtliche werden erschnüffelt. Was sehr praktisch sein kann, wenn man eine schlechte Übersicht hat. Um es mal so auszudrücken. So, war hier noch was? Hier war... Genau, hier war diese Sackgasse mit Hundekuchen. Aua. Und ich habe genug Blätter. Und trotzdem, das ist so blöd. Der Gegner zerfällt zu einem Blatt. Ich will es einsammeln, dann kommt die Meldung, du hast genug Blätter. Und wie man gesehen hat, ich treffe dann die Entscheidung, dass ich dann direkt das Blatt verwende und nochmal einsammeln kann. Also das, so dass ich es direkt einsammeln kann wieder. Und das geht einfach nicht, weil wenn der Gegner zu einem Blatt zerfällt oder zu einem Item und ich kann es nicht einsammeln, dann verschwindet der Gegner trotzdem, als hätte ich das Item erfolgreich eingesammelt. Was schade ist, aber ja, so verhält sich das Spiel halt nun mal. Wow. Okay, ich one-hitte. Da ist noch Wasser. Ist auf der anderen Seite auch noch was? Komm mal her. Ich one-hitte Würmer, wollte ich sagen. So, jetzt aber. Abspeichern. Ja, wenn es euch gefallen hat, wir haben uns jetzt ausgerüstet und können zum Boss mal sehen, nachdem ich hatte irgendwie 14 Krallen übrig. Ich will mal sehen, wie viel ich jetzt habe. Es sind wieder 360 Krallen. Das geht so schnell teilweise. Ja, wir gehen als... wenn es euch gefallen hat, wir uns ausgerüstet und vorbereitet haben, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da unten da. Freut euch aufs nächste Mal, wenn wir den Boss wieder herausfordern und dann hoffentlich schaffen. Bis dahin, einen schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.